Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Ja Freunde, heute gibt es mal wieder eine neue Folge Tots or Discard. Die Serie kommt ja bei euch mega gut an und es ist ein neues Tots draußen und deshalb auch mal wieder eine neue Folge. Die letzten Folgen seid ihr auf jeden Fall richtig ausgerastet, das ist jetzt mittlerweile schon die vierte, wenn ich mich nicht täusche. Und ihr habt bis jetzt immer 10.000 Daumen und 10.000 Kommentare geschafft. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da weiter mitmacht. Serie lebt davon, euer Support muss kommen. Bro Army, Gas geben, ja. Denn Freunde, heute gibt es ein Liga Santander Special. Und zwar werde ich, das ist mein Ziel, auf einen La Liga Spieler upgraden, der ja aus dem neuen Team of the Season ist. Und da sind ja ein paar richtig gute Spieler dabei auf jeden Fall. Vorher gibt es aber noch eine ganz, ganz kleine Regeländerung. Und die können wir jetzt tatsächlich mal einführen, denn wir haben ja jetzt mal wieder einen Tots in dieser Mannschaft. Und zwar, wenn ein Tots-Spieler ein Tor erzielt, zählt das Ganze doppelt. Das heißt, 100.000 Münzen wie bei einem Gegentor, die wir dann natürlich bekommen. Bei einem normalen Tor von einem anderen Spieler sind das natürlich weiterhin nur 50.000 Münzen. Haben von euch ein paar in die Kommentare geschrieben, dass ja, wenn man 50.000 für ein Tor bekommt und 100.000 durch ein Gegentor verliert, das ein bisschen unfair ist. So wird man dafür belohnt, wenn man durch einen Tots-Spieler ein Tor macht. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch. Ab jetzt zählen Tore von einem Tots-Spieler 100.000 Münzen. Als erstes, Freunde, sehen wir aber hier unser Team. Und ja, nachdem wir ja die letzte Folge mal wieder ganz gut gespielt haben, dürfen wir upgraden. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal. Und zwar hat sich dann in der letzten Folge der gute Thiago gegen den Cater von Leipzig durchgesetzt. Der kommt sogar auf 9 Chemie und alle bleiben auf voller Chemistry. Passt hier ins Mittelfeld wirklich richtig, richtig gut rein. 95er Rating, alle Stats über 80. Hullet Gang ist da. Und dann können wir in der Theorie auch direkt reinstarten ins erste Spiel. Und da haben wir unseren ersten Gegner. Er hat ein richtig gutes Team. Robben unter anderem am Start und eben auch den Thiago, den wir jetzt als Tots-Spieler haben. Let's go, Freunde. Wir müssen uns richtig gute Coins hier erspielen. Und Thiago ist das erste Mal direkt am Ball. Hat natürlich 5-Star-Skills, also mit dem können wir richtig gut aufräumen. Oh, guter Ball und der geht tatsächlich rein. Let's go, Mann. 12 Minuten gespielt. Rodrigo bringt ihn irgendwie im Tor runter. Hätte ich nicht mitgerechnet. Aber 1-0. Okay, Freunde, wir müssen jetzt mal ein bisschen Attacke mit Thiago machen. Jetzt, wo die Tots-Tore doppelt zählen. Thiago, let's go. Immer noch Thiago. Immer noch Thiago. Thiago. Oh, richtig geil gespielt. Ja, da kommt er nicht dran. Okay, mich. Ja. Ja, Nolito. Was war das denn für ein Schuss? Boah, perfekt, Rodrigo. Komm schon, mach ihn. Rodrigo, let's go, Mann. 2-0. Boah, stark. So, komm schon, jetzt flach. Nein, warum hoch? Ah, doch gut, doch gut. Eigentor. 3-0. Okay, ich nehme das. Ich wollte eigentlich eine flache Flanke machen. War ein Eigentor. Ja, gut. Und Jungs, der Gegner haut einen Quid hinterher. Und das sind 350.000 Münzen aus dem ersten Spiel. Kann man mal machen. Hat zwar kein Tots-Spieler getroffen, aber das läuft. So, Jungs, rein geht's in die zweite Partie. Ein sehr gutes Team vom Gegner. Wir brauchen noch ein paar Coins, Jungs, um uns heute einen fetten Spieler zu gönnen. Und die Hoffnung liegt natürlich auf Thiago. Boah, der kommt an, Rodrigo. Was ist denn mit dem Rodrigo los? What the fuck? Was war das denn? 1-0, Kopfballtor Rodrigo. Trifft schon wieder. Was ist denn mit ihm kaputt, Alter? Nice. Wenn jetzt Rodrigo wieder trifft. Rodrigo mit dem 2-0 in der 9. Minute. Okay. Ich beschwere mich nicht. Jungs, da brauchen wir die neue Tots-Regel mit dem Thiago gar nicht. Wenn wir eh einen Rodrigo haben, der jedes Spiel jetzt irgendwie 2 Tore macht. So, let's go. Mal gucken, ob auch ein anderer was kann. Zack. Hier Nacho jetzt mal über Nolito, wenn er jetzt das 3-0 macht. Jungs, was ist das bitte für eine kranke Folge? Wir zerstören ja hier einen Gegner nach dem anderen. 3-0 schon wieder. Nach 15 Minuten, Alter. Nolito, wenn er jetzt auch reingeht. Ey, das wäre zu krass gewesen. Oh, da ist Thiago, da ist Thiago und da ist das 4-0.
Und das erste Mal kommt der Tots-Torbonus. Ja, Mann, Alter. Okay, 4:0, das könnte der zweite Quid diese Folge werden. Das wird der zweite Quid diese Folge. What the fuck haben wir heute zerstört, ey. So, Jungs, und dann kommen wir jetzt auch schon zur Auswertung. Und zwar haben wir uns in beiden Spielen heute 800k erspielt. Das ging ja irgendwie mega schnell. Keine Ahnung, was da los war, aber heute war mal Zerstörungsmodus an. Der Thiago hat da auf jeden Fall ganz gut zu beigetragen. Hat da richtig Attacke gemacht, konnte sein erstes Tor erzielen. Damit auch das erste Mal die Tots-Regelung zur Geltung gekommen. Das heißt, wenn, ne, hab ich ja erklärt, wenn ein Tots-Spieler ein Tor macht, zählt das dann eben auch als 100.000 Münzen, die wir bekommen, wie wenn wir ein normales Gegentor kriegen sollten. Ja, so haben wir jetzt 800k zur Verfügung, können damit natürlich easy auf einen neuen Tots upgraden. Und ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zur Auswahl. Und da habe ich jetzt, naja, ein kleines Special-Ding für euch. Bin mal gespannt, was ihr davon haltet. So, Freunde, und ihr seht jetzt schon die beiden Spieler, die heute zur Auswahl stehen. Und zwar sind das einmal Team of the Season Messi und Team of the Season Isco. Und ihr fragt euch jetzt natürlich berechtigterweise, wie kommt dieser Junge auf Team of the Season Messi, wenn der ca. 3,4 Millionen kostet und wir uns heute gerade mal 800.000 erspielt haben. Und zwar habe ich mir gedacht, wäre es vielleicht eine ganz coole Sache, wenn ihr denn Bock drauf habt, das sehen wir dann an der Abstimmung, falls wir eine neue First-Owner-Regel einführen. Das heißt, sollten wir eine Team-of-the-Season-Karte gezogen haben, wie ich das zum Beispiel mit, ich hoffe, ihr habt es alle mitbekommen, mit Messi gemacht habt, dann können wir den für 600.000 Münzen ins Team stellen. Also wenn wir uns mehr als 600k erspielen, können wir auch eine First-Owner-Karte einbauen. Also First-Owner zählt sozusagen als 600k, auch wenn es jetzt irgendwie eine andere Karte ist, wie zum Beispiel, ich glaube, ich habe noch Azpilicueta oder sowas gezogen. Der wird dann auch als 600k zählen. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Isco natürlich auch eine geile Alternative. Der kostet nämlich genau 800k momentan auf Xbox. Also schreibt's mal rein. Entweder Hashtag Messi oder Hashtag Isco. Je nachdem, wen ihr sehen wollt. Ja, wenn ihr die Regel scheiße findet, dann schreibt Hashtag Isco in die Kommentare. Kann natürlich auch sein, wenn ihr die Regel irgendwie zu unfair findet oder so. Ich habe ja bis jetzt eben Messi zum Beispiel als First Owner oder Hazard. Müssen wir mal gucken, aber ja, so kommen wir nämlich dann auch mal an die richtig, richtig fetten Spieler, weil du kannst dir ja in zwei Spielen schlecht 3 Millionen erspielen. Und wäre vielleicht eine ganz coole Sache, weil wir ja Messi gezogen haben. Ich weiß nicht, deshalb schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Hashtag Messi oder Hashtag Isco. Macht auf jeden Fall damit. Ja, bei der Abstimmung, und ich würde sagen, ich bin jetzt raus. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge Tots or Discard. Bis dahin, haut da rein und ciao.